So. Der Höhepunkt unserer diesjährigen Fußballschule. Wir mussten etwas warten, aber wir sind sehr froh und sehr stolz, dass er hier ist bei allen Terminen, den ihr um die Ohren habt. Ja, begrüßt bitte mal ganz herzlich Ihren Schirmherrn unserer diesjährigen Fußballschule, Lars Bender. Lars, warte einmal. Sie sind im Moment wieder im Reha-Training und die Kinder interessiert natürlich auch, wie ist im Moment Stand der Dinge, wie fühlen sie sich, wann können sie wieder angreifen? Ich habe heute das erste mit der Mannschaft wieder trainiert. Das sind echt gute Dinge, aber es dauert natürlich noch seine Zeit. 3 Monate fast gar nichts gemacht. Man muss natürlich warten, wie der Muskel und die Sehnen so reagieren auf jeden neuen Reiz. Es ist immer wieder ein bisschen so Reaktionen, Rückschläge, aber es sind gute Dinge, dass es relativ schnell wieder geht. Heute war ein gutes Training, ich bin so glücklich. Okay, super, das freut alle. Sie sind jetzt eine Säule der Mannschaft, haben auch einen langen Vertrag bei Bayer, können das auch gut beurteilen. Wir haben einen neuen Trainer, wir haben neue Spieler. Was haben Sie für ein Gefühl? Wie ist die Mannschaft drauf? Übermorgen Pokalspiel? Müssten sich Bayer-Fans Sorgen machen oder stehen wir vor einer guten Saison? Ja, es ist vor der Saison schwer zu sagen. Gefühl ist gut, aber man hat es, glaube ich, oft genug gesehen, wie schnell es im Fußball geht. Wir haben einen guten Trainer, haben eine gute Mannschaft und wenn man nicht ans Laufen kommt, nicht richtig in so eine Saison kommt, dann ja, kann es erst ein bisschen durchziehen. Aber ich glaube, wir haben die letzten Jahre erfolgreich gespielt und da gab es irgendwo mal eine kleine Schwächephase, aber die wollen wir bestmöglich dieses Jahr vermeiden und dann bin ich guter Dinge, dass wir sehr, sehr erfolgreich spielen. Okay, das wollen wir auch hoffen. Dann letzte Frage von meiner Seite. Wir haben ja, wie Sie sehen, 90 Kinder die Woche hier, auch ein paar Kinder aus den ersten Wochen. Finde ich auch toll, dass die extra für ein Autogramm vorbeigekommen sind. Wir sind jetzt als Sportbund hier in Leverkusen kein Fußballverein, also uns geht es ein bisschen darum, so vom Pädagogischen her auch die Kinder vernünftig in den Ferien zu beschäftigen. Und für Sie als Schirmherr wäre das sicherlich auch mal interessant für die Kinder. Wie ist das denn so beim Bayer-Profi? Der ein oder andere träumt ja davon. Wir haben sicherlich auch gute Kicker dabei. Wie war das denn mit Ihnen im Sport? Immer vom Fußball gekommen oder erstmal beim Eltern-Kind-Turnen gelandet oder in Rosenheim mit Eishockey angefangen? Was haben Sie da so sportlich alles durchlaufen und wie wird man dann irgendwann gesichtet und kommt auch mal in eine Auswahl? Wie geht das normalerweise vonstatten? Ja gut, ich habe einen Zwillingsbruder und Fiel direkt immer auf im Doppelpack. Ja, und wir konnten uns natürlich auch immer gegenseitig hochziehen. Und dann hatten natürlich immer jemanden dabei, der genauso gut war und hatten schon immer die Begeisterung für Fußball. Und wir sind auch über so ein Fußballcamp dann das erste Mal gesichtet worden von so einem Heimatclub damals noch zu Unterhaching. Und dann irgendwann, ich glaube in der C-Jugend sind wir dann zu 60 München weiter, die jungen Mannschaften durchgespielt. Und dann hatten wir natürlich auch das Nötige, das muss man auch dazu sagen. Ich glaube, Können ist die eine Sache, aber du musst auch irgendwo ein bisschen Glück haben und auch die Begeisterung beibehalten. Ich glaube, sehr, sehr viele Spieler, die wir so in unseren jungen Jahren erlebt haben, die vermeintlich sogar bessere Fußballer waren, aber die irgendwo dann andere Interessen hatten, andere Dinge im Kopf und nicht mit 100% Begeisterung dabei waren und dann irgendwann auf der Strecke blieben. Und wir hatten dann natürlich auch noch das Glück, dass wir beide irgendwo in den Profifußball, ins Profigeschäft gekommen sind. Und aber glaub mir, das ist eine gute Sache, dass ihr hier seid. Nehmt das richtig an, habt Spaß dabei und dann wird das vielleicht beim Anwachen was. Okay, super, vielen Dank. Ja, da würde ich sagen, lass mal schnell noch ein paar Kinder fangen. 5 Minuten. Was denn stellst? Was denn Termin? So, habt ihr denn was vorbereitet? Ja. Wie haben die sich gefühlt, als Deutschland Brasilien in der WM geschossen hat? Ja, ich habe das mit einem lachenden, einem weinenden Auge gesehen. Ne? Natürlich habe ich mich für die Mannschaft gefreut, weil ich mit den ganzen Jungs schon einiges erlebt habe. Allerdings war es für mich natürlich traurig, dass ich nicht dabei sein konnte. Aber ich glaube, es war für alle, die irgendwo mit den Deutschen mitfiebern, eine geile Sache. Und glaube ich auch höchste Zeit, dass die Deutschen mal den Titel geholt haben. Check. Wie ist es am ersten Spieltag, Bruder? Ja, das ist ja nichts mehr Neues. Ich glaube, wir hatten schon die eine oder andere Partie jetzt gegeneinander. Und man nimmt das ja auch nicht so richtig wahr. Es geht so schnell in den Situationen, dass du gar nicht realisierst, war das mein Bruder, war das ein anderer Spieler. Und die Frage ist natürlich, ob ich bis dahin überhaupt fit bin. Deswegen bleibe ich ja noch relativ gelassen. Wie ist es für Sie, auf normalen Rasen zu spielen? Schwierig oder leicht? Ja, das ist der Luxus, den wir als Profis haben. Ne? Wir kriegen natürlich immer über die Top-Rasenplätze.
Aber ich kenne das aus meiner Kindheit und der Jugendzeit auch, dass ich irgendwo auf roter Erde spielen musste und im Kunstrasen. Natürlich sind die Knie immer mal. Acht, ne? Ja, die Knie sind dann irgendwann mal völlig im Eimer und hast überall Schürfwunden und so, aber das gehört alles dazu. Du musst auch mal die harten Nummern durchgehen. Aber jetzt, glaube ich, darf man sich auf dem Niveau nicht mehr beschweren. Also wenn da jemand irgendwas auf den Rasen schiebt, dann hat er eine Meise. Wie gut waren Sie in der Schule? Also genauso gut wie mein Bruder, würde ich sagen. Hier hat sich nichts genommen. Also klar, wir waren einfach so fußballverrückt, dass wir das ein bisschen vernachlässigt haben, aber wir haben uns Abschlüsse gemacht, von dem her, glaube ich, so mit aller Noah, sagen wir es mal so. Wenn Sie dich mal treffen, ist das dann komisch mit Ihrem Bruder? Nein, wir sind beste Freunde und nur das zählt und das andere ist... Ist ja auch irgendwo Spaß. Ich glaube, ich spiele alle Fußball, weil ihr Spaß daran habt. Und bei all dem, was drumherum ist, Druck und Geschäft und so, das muss man dann einfach ein bisschen außen vor lassen. Da geht es dann einfach darum, dass es eine Freundschaft ist, das ist mein Bruder und das ist Familie. Und da zählt nicht, was irgendwo die Leute über einen denken oder was in dem Geschäft so los ist. Welche Note hattest du im Sport? Da gab es mal eine Lehrerin, die wollte mir tatsächlich eine 2 geben. Da haben wir so nur überredet, dass uns eine 1 gegeben hat. Wir waren immer Klassenbeste im Sport, aber ja, ich glaube, das geht vielen so. Wenn man irgendwo einen Sport hat, der mit Ball zu tun hat, dann kann man andere Sportarten mit Ball fast genauso gut. Man hat einfach irgendwo ein Gefühl dafür und deswegen, wenn euch Lehrer da irgendwo einen Sport eine 2 geben wollen, ja, immer vorsprechen. Immer die Eltern hinschicken und sagen, geht nicht anders, eine 1. Haben Sie gemerkt, dass es für einen Profi reicht? Das hat man eigentlich noch gar nicht richtig gemerkt. Wir sind ja damals schon nach der B-Jugend direkt zu den Profis, haben ein paar Jahre übersprungen und haben dann auch unsere Ausbildung erstmal liegen lassen. Wir haben gesagt, komm, wir riskieren das die ersten 1-2 Jahre, dann sind wir immer noch erst 18, 19. Wenn das nichts wird, dann sind wir noch jung genug. Aber es ist Gott sei Dank was geworden. Aber dass man das irgendwie spürt, so, jetzt ist es soweit, jetzt muss ich mal. Wie ich vorher gesagt habe, da gehört auch ein bisschen Glück dazu. Der richtige Moment und dann die richtigen Leute in dem Verein, wo du gerade bist. Wie viele Obst- oder Gemüseportionen essen Sie am Tag? Das ist der Portionen. Bei uns steht ständig Obst in der Kabine und da greifst du dazu, wie du gerade lustig bist. Ne? Und ich glaube, du hast auch nicht jeden Tag Lust auf Banane, da ist erstmal ein Apfel. Warum spielt das Fanbänder bei Dortmund und... Ja, ich glaube, wir wurden oft in der frühen Zeit, in unseren ersten Jahren im Profigeschäft auch so mal so als Paket gesehen und manchmal sogar als eine Person, aber ich glaube, es war für uns persönliche Entwicklung, nicht nur als Sportler, sondern als Menschen wichtig, dass man sich irgendwo mal trennt und seinen eigenen Weg geht und ich glaube, es ist uns beiden sehr, sehr gut gelungen und wir haben aber beide die große Lust, irgendwann wieder zusammenzuspielen, das ist auf jeden Fall klar, weil man hat auch nur ein paar Jährchen dann im Geschäft und es geht nicht immer nur um irgendwie Geld und Titel, sondern auch irgendwo mal ums Genießen und das wird leider oft vergessen und ich glaube, ich kann mit keinem so gut genießen wie mit meinem Bruder. Magst du deinen Bruder? Das hat er jetzt doch schon gesagt. War sehr schön Bruder, wenn ich Nein sagen würde. Nein, wie gesagt, er ist mein bester Freund. Natürlich ist man traurig, weil in dem Moment natürlich irgendwo ein Traum zerplatzt, ein Traum kaputt geht. Und ich über die letzten Jahre auch das Ziel hatte, dort mitzufahren und war so nah dran und dann verletzte dich. Dann ja, geht das so plötzlich kaputt. Aber ich glaube, das gehört im Sport dazu. Man verletzt sich halt mal und es kann nicht im Leben nicht immer alles klappen. Es gibt Dinge, die klappen halt nicht. Deswegen schaue ich nach vorne und ja, hoffe, dass ich jetzt bestmöglich wieder zurückkomme. Wir haben den Tor geschossen. Mit dem Fuß. Okay, ich würde sagen, 3 haben wir noch. Ihr könnt ja sonst den Lars sicherlich auch noch bei dem Autogramm was fragen. Machen wir einmal hier den jungen Mann noch. Ab wie vielen Jahren hast du Fußball gespielt? Ich glaube, wir wurden angemeldet mit 4 oder 4,5 im Club. Ja.
Wir haben vorher die ganze Bude zerstört daheim und mussten uns irgendwann anmelden, unsere Eltern. Ich glaube, sie hätten sich eigentlich vorgestellt, dass es erst ein bisschen später passiert, aber das ist ja ergeben. Nicht so zu bezahlen. Nein, ich habe erst vor kurzem meinen Vertrag verlängert. Ich brauche nicht drüber nachdenken, was in ein, zwei Jahren ist. Ich bin jetzt hier bei Leverkusen und ich glaube, der Verein hat es verdient, dass ich im Endeffekt mit meinem ganzen Herz dabei bin und meinen ganzen Fokus hier auf den Verein lege. Und deswegen brauche ich mir keine Gedanken machen, was in ein, zwei, drei oder vier Jahren ist. Das interessiert mich. Weil ich habe es jetzt vor der WM gesehen, in der Vorbereitung. Es kann alles so schnell gehen und dann ändern sich gewisse Dinge. Und deswegen, glaube ich, sollte man den Moment abwarten. Wie ist es eigentlich so, wenn man so eine riesige Chance einfach so vergibt? Ist es dann peinlich oder also wie? Nein, es ist einfach nur ärgerlich. Ich glaube, das ist schon in jungen Jahren so. Wenn du eine Chance vergibst, dann ärgerst du dich genauso. Und das hat nichts mit peinlich zu tun, sondern du ärgerst dich über die gegebene Chance. Ja, manchmal ist man vielleicht auch schon gedanklich ein bisschen weiter, ne? Und ist schon wieder am Abdrehen und macht den Flieger irgendwo im Stadion. Aber natürlich ändert sich das nie. Man ärgert sich über die Dinge, aber peinlich ist es nicht. Wir sind ja alle Menschen. Für welchen Verein wollten Sie als kleines Kind immer spielen? Für den Verein habe ich schon gespielt. Ich war ja in München, war ein blaues Herz und habe dann auch ein paar Jahre für den Verein gespielt. Aber dann gewisse Dinge dann vorgefallen, die dann nicht so optimal waren. Und wie ich vorher gesagt habe, wir mussten uns dann auch mal lösen. Und du musst auch mal aus dem gewohnten Umfeld mal raus. Und dich dann irgendwo als Mensch, als Persönlichkeit entwickeln. Was war mit Ihnen los, als Stefan Kießling das Phantomtor geschossen hat? Mit mir war nichts los. Ich war daheim, ich hatte damals das Spiel gar nicht mitgespielt. Ich habe es daheim im Fernsehen gesehen. Und da kann man eigentlich gar keinen Vorwurf machen. Ich habe es aber in der dritten Wiederholung wirklich gesehen. Ich fand die Situation sehr, sehr merkwürdig. Dass eigentlich keiner richtig gejubelt hat. Für mich war es auch ein Tor. Und dann habe ich die dritte Wiederholung gesehen und da ist mir aufgefallen, dass es gar kein Tor war. Deswegen, ich möchte das nicht beurteilen, ob da irgendjemand hätte was sagen müssen oder der muss es doch sehen. Ich war nicht in dieser Situation und deswegen glaube ich, es ist unangemessen, sich da darüber Gedanken zu machen oder seine Aussagen zu treffen. So kurz, allerletzt. Ja, mittlerweile ist es ja doch schon so ein bisschen Routine geworden. Es ist natürlich immer wieder ein Erlebnis, gerade so, wenn man ein Champions League spielt, wo die Hütte voll ist, wo richtig Stimmung ist. Aber so die ersten Spiele ist das natürlich schon, da bist du natürlich auch schon mal ein bisschen nervös. Das muss man schon zugeben. Das ist dann ungewohnt, wenn man in der Jugend vor 100, 200 Leuten spielt und dann irgendwann mal im Stadion mit 30, 40.000 steht. Das ist natürlich sensationell und diese Erlebnisse vergisst man nicht. Aber du bist natürlich auch ein bisschen nervös. Okay, ja, also ich denke mal, vielen Dank. Wir werden jetzt dann ein Foto mit unserem Schirmherrn hier machen. Ihr seht ja viele Termine der Rasbänder, deswegen ist es ja ein bisschen später geworden, aber da müssen wir auch absolutes Verständnis für haben. Wir wollen ja alle, dass er seine Leistung bringt. Ja, und ich denke mal, wir haben aber einen tollen Schirmherrn hier für die Fußballschule gehabt, wird auch immer von vielen Verantwortlichen bestätigt, was er da noch so mit Herz und Seele auch so bei der Basis mit dabei ist. Da können wir sehr froh drum sein. Deswegen machen wir jetzt ein schönes gemeinsames Foto.